Ja, moin moin, hier aus Hamburg. Werde jetzt meine Elf schweren Herzens aufstellen, weil es gibt viele Spieler, die ich gerne aufstellen würde. Versuche, die zu nehmen, wo es vielleicht auch immer eine Mini-Geschichte zu gibt. Also im Tor, da wir in Hamburg bleiben, gibt es für mich viele Legenden. Sven Neuhaus, Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach. Aber da wir natürlich hier in Hamburg sind, nehme ich den René Adler ins Tor. Den Adel ins Tor und denke, dass er im Moment auch seine Sache sehr gut macht. Und wir müssen ja weit wegbleiben von den Bremern in der Tabelle. Von daher nehme ich den René, wobei Drobo, liebe Gruß, geiler Torwart, guter Typ. Hätte auch sicherlich in meine Elf gepasst. In der Innenverteidigung habe ich mich entschieden für einen Innenverteidiger, mit dem ich zusammenspielen durfte, der für mich ein sehr, sehr guter Innenverteidiger ist, nämlich Micho. Micho ist, jetzt sagen, jeder sagen, wer ist das denn? Micho ist De Michelis. Mit dem habe ich bei Bayern München zusammengespielt und hat immer die Ansage gemacht: Mach dir keine Sorgen, ich habe das hier alles im Griff. Guter Typ. Der zweite Innenverteidiger, von den ich nicht nur privat sehr schätze, sondern auch für mich auch ein Phänomen ist, nicht nur in der Eistonne, sondern auch auf dem Platz, ist Per Mertesacker. Deshalb ist Merte der andere Innenverteidiger. Gerade für Standards natürlich auch wichtig. Dann für die Flügelzange. Da gibt es natürlich für mich als Borusse nur eine Flügelzange, die offensive Außenverteidigerposition schon damals sensationell gut interpretiert hat, wie man es heute spielt. Nämlich offensiv mit scharfen Flanken und mit viel Dampf auf der Seite. Deshalb bei mir linker Verteidiger Jörg Neun, für den, die ihn noch kennen, mit dem ich zusammen in der Weißweiler Elf spiele. Sieht ein bisschen scheiße aus, was wir hier draufschreiben, mit links ist das nicht so einfach. Dann auf der rechten Seite, dann logischerweise, wenn ich von Zange rede, zu alten Zeiten der Fohlen am Bökelberg, Thomas Kastenmeier, der nicht nur mein Jugendtrainer war, sondern bei dem ich jetzt auch schon zusammen bei der Weißweiler Elf auflaufen durfte. Deshalb Thomas Kastenmeier als Rechtsverteidiger. Dann für die Doppel-Sechs wollte ich zwei Olympiahelden nehmen, die man sich, glaube ich, jede Mannschaft auf der Sechs wünscht. Solche Spielertypen gibt es leider für mich zu wenige. Das sind Lars und Sven Bender auf der Sechs, mit denen ich auch kurz in der Nationalmannschaft zusammenspielen durfte und die ich sehr schätze. Lars und Sven, muss man mal gucken, die beiden Bender-Zwillinge. Dann auf der linken offensiven Seite habe ich mich entschieden, schweren Herzens, aber auch eine kurze, aber intensive Zeit und sehr positiv. Wir haben viel Spaß zusammen gehabt, auch neben dem Platz mit Franck Ribéry. Mit Franck Ribéry, auch bei Bayern zusammengespielt und sehr coole Spiele dort gehabt und ein guter Typ. Auf der rechten Seite werden wir wieder ein bisschen traditioneller und für mich auch ein richtig guter Typ und ein sehr wichtiger Spieler damals für die deutsche Nationalmannschaft und auch ein sehr, sehr guter Typ ist Bernd Schneider. Und wir schreiben ihn aber mit seinem Spitznamen, nämlich Schnicks. Weiß gar nicht, ob er so geschrieben hat, aber wir haben immer Schnicks gesagt. Bernd Schneider, auch der weiße Brasilianer genannt. Auf der 10 offensiv mit jemandem, mit dem ich in der Weißweiler Elf zusammenspiele und auch bei Borussia Mönchengladbach bei den Amateuren gespielt habe. Ein sehr guter Führungsspieler heute in seinem ja noch jungen Alter, aber vielleicht nicht mehr Fußballalter, ist er ja sogar fitter als ich und spielt immer noch einen sensationellen Ball. Das ist Peter Winoff. Ist bei mir auf der 10. Und vorne gibt es viele, ich glaube, wir sind ja jetzt schon fast komplett, da fehlt noch einer. Da hätten es auch viele Stürmer treffen können. Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan, so wie viele natürlich von Miro Klose. Habe viele Spiele mit Miro machen dürfen, sowohl in der Nationalmannschaft vor allem als auch bei Bayern. Und habe mich aber entschieden, aufgrund des noch engeren Drahtes in meiner fußballerischen Laufbahn mit Oliver Neville, sowohl bei Borussia Mönchengladbach als auch in der Nationalmannschaft. Deshalb Oliver Neville, mein Stürmer. Vorne in der Spitze. Ja, und wie gesagt, da könnten noch viele mehrere dazukommen. Ich glaube, es ist eine gute Mischung zwischen Erfahrung und Vollblutspielern. Wobei insgesamt sehe ich, sind alle etwas älter. Aber alles super Typen. Und wie gesagt, wäre froh, wenn das meine Mannschaft heute wäre. Lieben Gruß.